Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Folklore. Oh Mann, ich hoffe, dass ich in dieser Folge immer es schaffe, ein wenig besser zu reden. Also in der letzten oder in der Folge davor war das ja ein wenig chaotisch. Das war ja natürlich klar, dass er gegen seinen eigenen Volk immun ist. Ziemlich viele, auch gegen den. Ja, also gegen die meisten aus dem Fairy-Reich ist er immun, aber wir haben ja noch ihn hier. Und das war schön daneben. So ein bisschen warten, bis die GK wieder aufgeladen ist. Sind auch wieder einige Steine der Erinnerung. Ach, nach Elementar kann ich die sortieren. Okay, das ist auch interessant. Was haben wir da? Nichts leider. Da auch nicht. Doch, eine warme Baumnuss. Da auch nicht. Huch. Schalten wir natürlich auch aus. Kombo-Angriff erhöht. Das überlege ich ja immer noch, ob das nicht eine gute Möglichkeit wäre hier für unseren neuen Standard-Kombo-Angriff. Finde ich. Weil, guck mal, das ist eigentlich ganz cool. Deswegen werde ich mal kurz gucken, kann man da schon karmamäßig was freischalten? Ne, da bräuchten wir noch einen violetten Stein und drei Patriot besiegen. Was ist da dann nochmal Patrioten? Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesehen. Na, dann gehen wir jetzt mal weiter. Lass mich mal bitte durch. Sind das Patrioten? Also wie war das, dieser Gabui ein Blitzangriff? Ja, das weiß ich. Und da kommt auch schon die Kavallerie. Nee, Warthog heißt das, okay. Gucken wir nochmal. Ein Warthog. Wer sieht, wie der Warthog völlig ungerührt seine Ziele bombardiert, bekommt nicht nur Angst, sondern auch Abscheu vor dem Krieg im Allgemeinen. Ja. Dass man dann immun wird. Oder auch nicht. Haha. Ihr seid aber auch kleine verflixte Biester. Verdammt, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder von einem getroffen. Eine wunderbare Kamera gerade. So, wo bist du denn? Gehen wir erstmal hier rum. Da ist nämlich noch ein
Stein. Oh, Falle. Au. Das war aber nicht nett. Wieder ein wenig gelber Staub. Das ist aber auch das Nette, dass sie betäubt werden durch den Blitz. Bin ich hier schon richtig? Ne, es sieht auf jeden Fall aus wie eine Sackgasse. Und wie böse Tretminen. Das ist aber nicht nett. So, Tretminen ausgeschaltet. Könnten Sie bitte hinter den Kristallen hervorkommen? Vielen Dank. Oh. Das ist aber nicht nett von euch. Hauen die ab? Die hauen ab, ja. Okay. What the? Was war das denn? Ach, das sind wahrscheinlich auch neue Volks hier. So. Ambush-ID. Oh, da hinten ist auch noch eine. Oder ein gelber Staub. So, das müsste ich mit dem Greifen hier kaputt kriegen. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall Lebensenergie und einen gelben Stein. Und eine neue Bildbandseite. Gucken wir uns doch auch gleich mal an. Und zwar, was haben wir denn da? Okay, irgendwas brauchen wir mit diesen Minen. Und mit diesem Minenleger, der Ambush-Einheit und dem Gaiboi mit dem Blitzvolk. Ach, wir können ja nochmal die Ambush-Einheit hier lesen. Haben wir eigentlich alle im... Ne, eine Fairy fehlt uns sogar noch. Ne, da fehlen uns sogar noch einige. Interessant. So. Ambush. Der Ambush wartet gespannt, bis die von ihm gelegten Minen explodieren. Oft ist er so vertieft darin, dass sich der Feind unbemerkt anschleichen kann. So, aber genau dahin müssen wir auch wieder zurück. Niklas, das hätte dir auffallen müssen, weil das ja hier eigentlich eine Sackgasse ist. Oh, oh. So, ich hätte gerne noch einen violetten Stein, wenn es genehm wäre. Oh oh. Schon wieder bombardiert. Ich werde jetzt erstmal hier oben längs gehen. Geht das hier weiter? Sind wir jetzt hier schon eingeschlossen? Ne, also hier kann ich auf jeden Fall zurück, aber hier scheint es auch weiter zu gehen. Gibt es hier einen Lebenstropfen? Nö. Also gehe ich jetzt nochmal zurück in eine andere Richtung. Hallo! Ui, gleich drei gelbe Staub. Wahrscheinlich ist es gelber Staub. So, meine Guten. Na gut, ich scheine zu weit weg zu sein. So, ich gehe jetzt nochmal nach hier oben. Ich habe es auch wieder mit dem Netten hier zu tun.
mal zwei, ja, ist eigentlich ganz nett. So. Von da waren wir schon mal. Da waren wir auch schon mal. Da waren wir ja schon überall, wa? Ist aber komisch, waren wir da wirklich schon? Naja, wenn der Punkt das anzeigt, dann waren wir da auch schon. Ich kann mich nicht erinnern. Ach, hier ist das. Ja, alles klar, hier waren wir. Hier waren wir wirklich schon. Was bin ich denn so durcheinander? Ach, das andere geht hundertprozentig hier zurück zu dem, wo man speichern kann. Ah, da kann ich ja nochmal einen Blick vorbeiwerfen. Weil ich ja dann nochmal mich heilen kann und speichern kann. So. Dann wollen wir mal. Nerv mich nicht. So, hier müssen ja wieder die ganzen sein. Das ignoriere ich jetzt mal. Ich gehe jetzt hier rein. So, so wie ich das erkannt habe, brauchen wir ihn noch. Auf der Bildbuchseite, weil ich weiß ja schon, wer hier kommt. Ja, genau. Huh. Oh. So, kommst du hierher? Shit, das ist nicht dein Ernst. Aua. Ja, sehr gut. Ja, schießen tut er ja auch, wenn man so nahe kommt. Ah, der zieht ja jetzt auch schon was ab. Das ist vielleicht ein bisschen effektiver. Also laut Bildbuchseite kann man jetzt auch nicht mit dem Gabui draufhauen. So schwache GK hätte. Das ist übrigens eine Gargantua. So ein bisschen spinnmäßig. Huchala. Na, von. Oh Mann, das erwischt einen ja auch überall. Wo willst du denn hin? Hallo, bleib doch hier. Oh, getroffen. Und zerstört. Dann nimmt das auf einmal einen Rückwärtsgang. Jetzt reicht's auch mal wieder, zu weit weg.
Irgendwie hast du dich da festgefahren. Und ich sollte es nicht immer wieder machen. Und ich lerne einfach nicht draus. Oh Gott, und dann sterbe ich auch noch. Bring diesen bekloppten Viech. Mein Gott, wie viel hält denn das aus? Also jetzt muss es doch langsam mal genügen. Ach, jetzt. Na, das war ja nett. Da lesen wir doch gleich mal. Die Gargantua. Aus Frust über die Schussweite der Gargantuas planten die Guerillas einen heimlichen Angriff, doch bisher hat sich noch kein Freiwilliger dafür gefunden. Ja, mir hat das auf jeden Fall gut was an Leben abgezogen. Na, wo sind wir denn hier? So, dann scheint Unwissen manchmal zu schützen. So ist es. Natürlich gewähren wir dir jede Unterstützung. Vielen Dank. Was ist, bedrückt dich irgendetwas? Warum seid ihr nur alle so hilfsbereit? Wenn wir dir helfen, ist das auch gut für die Unterwelt. Wollt ihr auch im nächsten Reich Krieg führen? Du verstehst nicht, Ellen. Wakadia soll nur ein besserer Ort werden. Es liegt uns fern, Leid über andere Reiche zu bringen. Natürlich, entschuldige, ich wollte nicht. Du musst so tief wie möglich in die Unterwelt vordringen. Wir müssen den Unterweltkern erreichen. Der Herr der Fairies wird dich bald umfassend informieren. Ach, geheuer ist mir das alles nicht. Du kämpfst, um mehr über deine Vergangenheit zu erfahren, doch du bist die einzige Hoffnung. Ich hoffe, du findest einen Weg für uns zu gewinnen. Wir werden dich ebenfalls begleiten. Die Schlacht mit Dreadnought beginnt bald, Ellen. Wir sind keine erfahrenen Krieger, werden aber alles geben, um dir zu helfen. Was hast du für Fragen? Der Herrscher von Wakadia. Dreadnought, die Wakadia-Folklore, ist eine furchtbare Vernichtungswaffe. Sie verbraucht viel Treibstoff, hat aber auch riesige Tanks. Sie läuft und läuft und läuft. Wenn du ihren Treibstoff anzündest, rumpst es gewaltig. Die Panzerung ist extra dick, um ihren Tank zu schützen. Das Schlachtfeld? Das vor uns liegende Gebiet ist hart umkämpft und wimmelt nur so von Volks. Sei bloß vorsichtig. Die zweite Folklore? Wenn du die Folklore besiegst, mach das schon zwei. Du bist die stärkste Botin, die wir seit langem gesehen haben. Ich hoffe, du kannst diese Folklore besiegen, trotz ihrer Stärke. Und das Ziel der Rebellen? Sie ist hier. Sie ist für das Chaos in der Unterwelt verantwortlich. Ich wette, sie erfreut sich auch noch an dem Chaos. Sie hatte einen unbekannten Mann mit Brille bei sich. Wer das wohl war? Ich weiß, wer das war. Das war wahrscheinlich Kiez. So, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeguckt habt. Bis dann. Ciao.